Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von F1 2021 Nesa Grand Prix hier in den Niederlanden und zwar in Zandvoort. Sehr, sehr schöne Strecke. Sektor 3 erinnert, ihr habt es gerade gesehen, an Indianapolis so ein bisschen. Und auch so ist diese Strecke eigentlich, ja, Highspeed-Kurs jetzt nicht, aber man kann schnell durchkommen, wenn man denn gut fährt, dementsprechend die Ideallinie nimmt, was ich natürlich nicht so gut drauf habe. Aber okay, schauen wir mal. Ich hoffe, euch gefällt's. Lasst wie immer gerne ein Like und ein Abo da, um die nächsten Grand Prix hier nicht zu verpassen und meinen Lauf in der Saison hier hoffentlich den guten Lauf fortzusetzen. Diese Stelle, die ist auch etwas, ja, trickvoll hier zu durchfahren. Man muss einfach Gas geben und lenken. Das muss ich mich halt einfach noch trauen, weil ich denke einfach, ich kriege die Kurve nicht. In so vielen Dingen im Leben kriege ich die Kurve häufiger nicht. Aber hier habe ich ganz oft das Gefühl, weil die Curbs sind halt ja ungemein hoch. Nach meinem Empfinden, aber gut. Ist für die anderen Fahrer auch. Also jetzt nicht hier irgendwie Ausreden suchen. Ja, Blitzqualifying ist so, naja, sechster Platz ist okay, siebter auch noch. Letztes Rennen haben wir zwar gewonnen. Von daher, Erwartungen sind ganz hoch. Oh, Verstappen jetzt vorne, Hamilton, ihr seht, das habe ich nicht gut genommen. Vielleicht nochmal die letzten Meter mit Vollgas und dann wird es Platz unter den ersten 10. Achter Platz, völlig okay, nehme ich. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Hamilton, Verstappen und Valtteri Bottas. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Ja, und Red Bull mit einem erfolgreichen Fahrer, genauso wie bei uns. Sergio Perez auf A10, wir Achter. Das können wir im Rennen hoffentlich alles wieder wettmachen. Da sind es halt die ersten Kurven, die wieder entscheidend sind. Ja, 1.12, 1.10. Sind wir ganz gut mit dabei, dann starten wir rein. Auf geht's. Im letzten Rennen haben wir Punkte geholt. Strengen wir uns an, damit es so weitergeht. Und wir starten wieder von P7. Irgendwo hat es also eine Strafe gegeben bei besten Bedingungen. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Das ist die Strategie Soft und Mediums. Zwischendurch soll es mal regnen. Ich hoffe nicht, dass uns dasselbe wie in Kanada passiert, dass es Safety-Car-Phase gibt und wir doch noch über den Regen reinkommen. Ich hoffe mal nicht. So, Rennen starten. Mal gucken, wie es wird. Ich hoffe, halbwegs erfolgreich wie die letzten Rennen. Das hat auch ganz gut ausgesehen. Und dann hoffe ich auf die nächsten Punkte hier in F1 2021. Guter Start wieder. Mal. Jetzt muss ich aufpassen in der ersten Kurve hier, dass ich vielleicht außen vorbei husche an Verstappen. Komme ich leider nicht ran. Aber an Sainz, da bin ich jetzt schon mal dran. Ja, passt mir auf den Frontflügel auf. Ich gehe hier außen einmal durch. Und innen wieder rein und dann sind wir Sechster. Eine Position schon mal gewonnen. Sergio Perez hat auch zwei gewonnen, beziehungsweise auch eine, weil der ist ja von 10 auf 9 dann. Und hier die Kurve, die wird mir, glaube ich, am meisten Zeit kosten. Und da werde ich auch am meisten Zeit verlieren, weil ich die leider nicht so gut durchfahren kann. Warum auch immer. Ist auch gar nicht so schwer. So, und ihr seht dann vorne, dass ich glaube, durch das neue Update die Bewegungsunschärfe wurde ein bisschen erhöht. Ne? Ich weiß nicht, ob ich V-Sync nochmal nach oben stellen muss. Dass vielleicht die Objekte, die weiter entfernt sind, also an meinen Augen liegt es nicht, dass ich vielleicht die Objekte, die weit entfernt sind, bei hoher Geschwindigkeit, dass man die schärfer sehen kann. Vielleicht muss ich da gleich nochmal was bei V-Sync verändern. So, und jetzt auf der langen Gerade natürlich wieder ERS, was schon gefühlt in der ersten Runde fast schon verbraucht ist, 70%. Und 18 Runden fahren wir auch hier, weil diese Strecke, ja, ich muss mal kurz was verändern. Ihr seid jetzt live dabei, Einstellungen. Muss ich mal kurz gucken, war das bei Grafik oder Bildschirmanzeige? Ich glaube, bei Grafikeinstellungen. So, dann machen wir einfach mal hier Bewegungsunschärfe, Stärke. Ich mache einfach mal auf 10. Ich hatte das letztes Mal auf 10. Ich schaue mal, wie es jetzt ist in den nächsten Runden. Ja, das ist so gefühlt wie vorher. Aber vielleicht hat sich ja auch durch das Update was verändert. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Wie ist es denn bei euch? Unter den Formel 1 Fahrern oder F1 Spielern ist es bei euch auch so ähnlich, dann schreibt es mal rein, dann bin ich ja beruhigter, wenn es nicht nur bei mir so ist. So, und dann durch unsere ganzen Komponenten, durch unsere Fahrzeugentwicklung, durch die FE sind wir eigentlich auch zu einem Punkt angelangt, wo wir mit den vorderen Teams mithalten sollten, also Ferrari, Red Bull. Wenn unsere ganzen Updates fertig sind, dann sind wir sogar teilweise stärker als diese Fahrer. Von daher kommt das auch nicht von ungefähr, dass zum Beispiel Lando auf der 2 zurzeit ist. Hinter uns haben wir Stroll, Sergio Perez dahinter. Oder ich muss gleich diese Schärfe nochmal ein bisschen nach oben stellen. Irgendwie
Weiß ich nicht. Ich hatte das auch vorher auf 10 stehen. Plötzlich ist es wieder unscharf. Keine Ahnung, was da wieder los ist, ey. So. Reifen lassen sich auch gut fahren, beziehungsweise sind warm. Doch, man sieht, also da ist eine gewisse Unschärfe noch da. Habt ihr ja gerade gesehen an den Reifen. Du kannst es nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der DRS-Zone bist. Ja, vorbei an Sainz. Der wird es natürlich jetzt gleich versuchen auf der langen Geraden. Oder ich muss diese Unschärfe oder Schärfe nochmal ein bisschen höher stellen. Ich weiß, das ist so ein ruckliger Anfang. Tut mir leid, aber wenn das so, ja, nicht, wie sagt man, scharf ist, stell da mal auf 20 hoch. Komm, Junge. Hol mal alles raus hier und dann gucken wir mal. Besser geht's halt nicht. Dann wird das irgendwie was am Spiel sein. Gehe ich von aus. Ich habe jetzt nichts davon gelesen in den Updates. So, und hier, da verliere ich halt. Oh, Sainz. Prescht da einfach rein, Junge, das ist doch gefährlich. Zwei Autos nebeneinander. Risiko. Das zum Thema KI, anstatt sie an der mal gearbeitet haben. Also vor dem Update war das noch nicht so, sag ich euch. So, jetzt kriege ich DRS gegen mich. Schade, schade, aber dafür nutzen wir EAS. So, sehr gut. Jetzt kommen wir auch immer besser rein. Leclerc vorne ist auch nur 1,1 Sekunde weg. Den könnten wir eventuell kriegen. Jetzt in der Runde leider nicht. Oder kriegen wir DRS? Nee, leider nicht. Dazu waren wir im DRS-Fenster nicht nah genug dran. Ne? Aber es wird es auch gleich die erste Boxenstopp-Phase geben. Und dann bin ich gespannt, ob wir noch in den Regen reinfahren. Stichwort ist ja da das Safety Car. Das uns in Kanada zum Beispiel auch ja, mehr oder weniger eigentlich geholfen hat, auf dem zweiten Platz zu fahren. Wir waren alle eng beieinander. Eventuell. So, jetzt lass mich mal diese Passage besser durchfahren. Komm, ist doch gar nicht so schwer. Bisschen bremsen. Muss halt den richtigen Bremspunkt finden, das ist es halt. In die Kurve reinbremsen, hat man mir immer gesagt. So, zack. Reifen werden natürlich en masse beansprucht. Aber wir machen das gut. Wir konnten uns ein bisschen entfernen von Sainz. Er kriegt natürlich DRS. Ich hoffe, dass ich vorne Leclerc gegenüber auch jetzt DRS kriege. Dass ich hoffentlich jetzt genug dran bin. 0,9 Sekunden, 0,8 dürfte eigentlich jetzt reichen für DRS. Ich weiß ja nicht, wo das Fenster beginnt und wo es aufhört. Achtung, der Curb. Jetzt muss ich DRS kriegen. Ja, da lädt es sich auf. Leclerc kriegt wahrscheinlich nicht DRS, oder? Ah, ich kann das nicht erkennen, ob sein Flügel auf ist. Auf jeden Fall hat das uns was gebracht. Wir konnten uns entfernen. Ach, jetzt ist wieder irgendwas kaputt. 100 Pro. Behalten. Jetzt habe ich mich dadurch wieder ablenken lassen, weil der Voice hier irgendwie nicht funktioniert. Jetzt habe ich schon wieder Schiss, dass mein Frontflügel gewechselt wird. Weil immer, wenn Jeff mir eine Alternative anbietet, dann ist immer irgendwas. Dann ist entweder was mit meinem Reifen, mit meinem Frontflügel, aber es ist grün. Ihr habt es gerade gesehen, es ist grün, es ist alles okay. Du kannst fahren. Und auch bitte ohne Frontflügelwechsel. Ich merke jetzt auch nichts, dass beim Lenken irgendwie was schwieriger ist. Ah, in 15 Minuten wird es regnen, auch nicht schlecht. Also das ist heute mal so eine Art Chaosrennen. Erst zweimal die Grafik nachbessern. Dann auf einmal Jeff mit einer Strategie, die wahrscheinlich nur er im Kopf hat. Oh, das war schlecht. Das war nicht gut genommen. Zu spät gebremst und schon. Und somit hast du wieder die Verfolger hinten dran. Das ist halt scheiße, echt. Also ich habe das Gefühl, dass wir den Frontflügel trotzdem wechseln. Ich kann es euch nicht sagen. Aber rechnet mal damit, dass wir wieder einen etwas längeren Boxenstopp haben werden. Durch einen Frontflügelwechsel. Ja, vielleicht ja nochmal Intermediums, wer weiß. Und momentan müssen wir uns halt hiermit zufrieden geben. Das ist halt bei uns auch ganz entscheidend oder bei mir, dass ich im Blitzqualifying eine gute Position rausfahre, weil ich dann auch meistens so in dem Bereich mich platzieren werde. Nächstes Rennen wird ja Russland sein. Ein super Kurs. Ich weiß nicht, warum mir das hier angezeigt wird. Wahrscheinlich, weil die Reifen zu sehr beansprucht werden und die Passage echt. Das ist total lächerlich hier, wie ich das fahre. Ich könnte das 100 Pro locker besser durchfahren. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's einfach nicht hin. Jetzt habe ich schon mal die Ideallinie, die mir aber grün anzeigt. Aber ich denke dann, oh, ist das nicht doch ein bisschen riskant? So, jetzt Sainz mit DRS. Kommt Gott sei Dank noch nicht an mir vorbei.
So, das habe ich diesmal besser genommen, nicht zu spät gebremst. Und Leclerc ist halt schon 2,3 Sekunden weg, ey. Das ist... Ja, ohne Scheiß ist das hier. Bisschen doof gelaufen am Anfang. Ich hoffe halt echt, dass hier nichts gewechselt wird, was nicht gewechselt werden muss. Außer die Reifen. Okay, Abstand zum Teamkollegen. 3,3 Sekunden. Ja, das ist auch nicht gerade weit. Also sind ja alle noch in Schlagdistanz, so ist es ja nicht, aber... Das Auto hinter dir fällt pro Runde um etwa 3 Zehntel zurück. Durch meine nicht vorhandenen Skills... Wird das eventuell nicht. Schon wieder werden mir hier aber auch nur die Reifen angezeigt. Vorne links ist halt die größte Abnutzung und vorne rechts. Da habe ich im Training auch mal diese Vorderradbremsung oder diese Frontbremskraft, so heißt sie richtig, auch mal ausprobiert, aber es hat merklich nichts gebracht. Egal ob diese höher stelle oder niedriger, die Reifen vorne verschleißen halt immer, weil ich halt extrem auch spät bremse teilweise und auch heftig einlenke. Und auch nicht immer auf der Ideallinie fahre, dadurch halt auch viel Gummiabrieb mitnehme. Und die saubere Ideallinie dann halt leider nicht mitnehme. Das ist halt sehr, sehr schade. Gut, jetzt haben wir auch fast die Hälfte des Rennens rum. Bisschen Konkurrenz haben wir hinter uns, aber wir sind auf einem guten 5. Platz unterwegs. ERS nehme ich hier mit und dann wird es, glaube ich, in der nächsten Runde soweit sein. Oder jetzt vielleicht? Jetzt? Ja. Obwohl, guck mal, es ist bis Runde 14 geöffnet. Das heißt, wir könnten also theoretisch jetzt noch bis Runde 14 weiterfahren, dann reingehen, wenn die Reifen dann schon bis auf 50% sind und ich hier wie im tiefsten Winter rumrutsche. Aber ich werde halt jetzt reingehen müssen. Normal geht ja immer Lando vor mir. Ihr seht, die Reifen, die verschleißen unheimlich schnell, weil ich halt, ja, scheiße fahre. Ist halt so. So, und hier, guckt, ich lenke ja ein. Ich gehe schon vom Gas. Ich bremse gar nicht. Ich gehe nur vom Gas. Hier eigentlich auch. Gehe ich nur ein bisschen auf die Bremse. Das ist halt immer sehr, sehr schön anzusehen bei so guten Fahrern, bei E-Sportlern, bei Profi-F1-Fahrern, wie die diese Rennen einfach durchfliegen. Und wie ein Brett auf der Strecke liegen. Ha, Freestyle gereimt, merkt er selber, ne? Wahrscheinlich auch durch diesen einen späten Bremser hier gerade. In der vorletzten Kurve. Das hat mir halt auch sehr, sehr viel Zeit gekostet. So, denkt an meine Worte. Frontflügel wird auch gewechselt, warum auch immer. Ich kann es euch nicht sagen, warum. Ich gehe fest davon aus, dass unser Frontflügel gewechselt wird. Nein, es werden nur die Reifen gewechselt. Komm, 2,6 Sekunden. Dann weiß ich nicht, warum er uns eine alternative Strategie aufzwängen wollte. Vielleicht hatte er das im Urin. Wer weiß das schon. So, 16. Platz vor Russell kommen wir raus. Russell, mach keinen Scheiß bitte, Bro. Lass mich mal hier durch. So, und jetzt gilt's halt, den 5. Platz zurückzuerobern. Bisschen Vorsprung vor Sainz hatten wir. Ja, das wird schwer. Also ich denke mal so zwischen Platz 5 und Platz 7, 8 werden wir uns wieder einfinden. Schon alleine. Oh, der Curb. Es kommt jetzt halt auf meine fahrerischen Skills an. Wie intensiv wollen Sie einen Curb nehmen? HSP, P, ja. So, vor uns jetzt Raikön. So, vorne, ich weiß nicht, ob es Hamilton ist oder Bottas. Irgendeiner an der Boxengasse. So, unser Teamkollege ist da. Dürfte eigentlich auch schnell durchkommen. Wenn nichts Schwerwiegenderes ist. Vielleicht können wir ja trotzdem ein paar Sekunden aufholen. So. Ab in die Kurve hier. Oh, schön schnell. Die anderen gehen auch rein. Wir werden ein paar Plätze gut machen, aber leider werden wir hinter unserem Teamkollegen rauskommen. Ganz knapp. Und vor Sainz, hinter Sainz ist die Frage. Wir sind 12. zurzeit. Ganz vorne ist noch ein Ferrari. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 2,2 Sekunden. Und da ist Leclerc. Wir sind also nah dran an ihm, näher dran. Vorne, das wird 100 pro Sainz sein. Also den werden wir ja locker überholen. Das kommt drauf an, wo Ferrari... ihre Box hat hier in Holland. Wir hatten sie ja auch diesmal weiter vorne. In Silverstone hatten wir sie ganz hin. Da sind wir gefühlt eine Ewigkeit gefahren. Haben wir auch gestanden wegen unserem Frontflügel, der gewechselt werden musste. Aber das stimmt mich sehr zuversichtlich, dass wir vor Sainz wieder rauskommen, dass er keinen Undercut macht gegen uns. Um mal hier ein paar Fachwörter mit reinzuwerfen. Einfach so random.
Ja, und an Leclerc, weiß ich nicht, wie sehr er sich von den Vorderleuten aufhalten lässt, die eventuell auch noch ran müssen. DRS kriegen wir, weil wir Giovinazzi vor uns haben. Der auch noch auf Soft unterwegs ist. So, und gib ihm Vollgas. Sainz ist drinne. Jetzt kommt es halt drauf an. So, Giovinazzi, geh rein. Und ab dafür. Sainz ist jetzt fertig. Der fährt raus. Oh, ganz, ganz knapp. In der Kurve müssen wir uns ihn schnappen. Leclerc. Und da kommt Sainz wieder raus. Also, vor Sainz. Gute Strategie haben wir gewählt. Gut gefahren und sogar ein bisschen Vorsprung. Und Sainz ist auf harten Reifen rausgekommen. Okay, Ferrari hat da wohl eine andere Strategie, aber Leclerc ist auf Mediums. Was haben sie da falsch gemacht oder was haben sie vor? Spekulieren die doch nochmal mit Regen? Aber ich kann es mir jetzt in den 7 Runden nicht vorstellen. Oder ich hoffe, oh, Achtung, Kiesbett. Ich kann es mir jetzt einfach nicht vorstellen, wenn ich mal so in den Himmel gucke. Es ist eigentlich noch halbwegs heiter. Ein paar Wolken, klar. Aber jetzt nichts irgendwie, was mich beunruhigt, dass wir nochmal auf Intermediums oder so wechseln. Wenn dem dann doch so sein sollte, dann bin ich echt sehr, sehr gespannt. So, und auf Platz 2 ist doch irgendeiner, entweder Tsunoda oder Gasly, die nochmal in die Boxengasse rein müssen. Hamilton mit einer 1.10. Wir haben auch noch 1.11.8, aber er ist halt knapp eine Sekunde immer schneller als wir. Jetzt gilt halt die Jagd auf Platz 4, weil... Dein Vordermann hat 5 Sekunden Vorsprung, den musst du reduzieren. Weil Gasly... ist jetzt noch in der Boxengasse und somit haben wir unseren 5. Platz und knapp 3,2 Sekunden wieder an Vorsprung. So, und Leclerc ist ja gar nicht so weit weg. Achtung. Aber ein Dreher wäre auch fast noch im Bereich des Möglichen gewesen. Aber ich wollte dann doch nicht. Und diese Kurve, also irgendwann werde ich die im Zeitfahren... werde ich die mal fahren. So lange, bis ich die einfach mal mit hoher Geschwindigkeit durchfahre, so wie es sein muss. Oder ich muss halt bestimmte Sachen bei auf manuell stellen. Also man kann ja zum Beispiel die Traktionskontrolle auf manuell schalten, dann musst du aber immer gegenlenken wie ein Verrückter. Aber damit kannst du dann vielleicht auch solche Kurven besser durchfahren. Hat alles Vor- und Nachteile. Ja, und ich habe, denke ich, das Beste draus gemacht. Also klar, wir haben jetzt noch 6 Runden zu fahren. Vorne... könnte es sein, eventuell, dass wir nochmal rankommen an Leclerc. Weil, ich denke mal, Topspeed haben wir gegenüber Ferrari. Da sind wir auf jeden Fall schneller. Jetzt kommt es halt, wie gesagt, auf mein fahrerisches Können hier an. Und vielleicht tut sich ja vorne auch noch was. Hinter uns, da tut sich auf jeden Fall eine Menge. Da werden gerade Position für Position getauscht. Häufiger als manch einer seine Unterhosen wechselt. Und Sergio Perez ist vor Sainz und generell auch wieder ein gutes Ergebnis für uns. Also Lando macht da vorne echt einen guten Job als, ich weiß nicht, ob er Zweiter oder Dritter ist. Ist er sogar Erster? Ist auf jeden Fall ganz knapp hinter dem... Ah ne, gut, das war von mir jetzt falsch gesehen. Ich dachte, er wäre knapp hinter dem Ersten, aber er ist Zweiter. Er ist Zweiter vor Verstappen. Wo ist eigentlich Bottas? Der ist hinter uns, ne? Wir sind sogar vor einem Mercedes. Imagine, das wäre zu Saisonbeginn. Noch unvorstellbar gewesen. Vorsprung wächst, Rückstand aber leider auch. Also so ein ähnliches Ding wie in Ungarn. Wir fahren hier wieder schmutzige Luft spazieren. Schade. Da wünsche ich mir doch irgendwann mal ein Lenkrad für solche Stellen, für solche Strecken. Auch einfach vom Feeling her. Ich weiß nicht, ob es unbedingt besser ist. Ich weiß ja nicht, es gibt bestimmt Vor- und Nachteile bei beiden. Bei Controller und Lenkrad, aber so allein vom Feeling her mit dem Lenkrad zu fahren, du kannst einfach, oh scheiße, da war der Dreher kurz da, du kannst halt einfach viel präziser auch einlenken. Also, da lässt sich Monaco zum Beispiel auch ganz anders fahren, wenn du die eine Haarnadel mit dem Lenkrad nimmst und auch hier, denke ich, auch mit Traktionskontrolle. Ich glaube, das hat auch damit ganz viel zu tun. Wenn du das nämlich manuell steuern kannst, zwar immer wieder gegenlenken musst, aber du hast halt viel größeren Spielraum, was das betrifft. Und wenn du das halt übst, wenn du da echt gut drin bist, wenn du da so ein gesundes Mittelmaß findest. Ja, aber ich will das jetzt nicht alles an die große Glocke hängen. Mein Gott, ich fahre hier hobbymäßig. Ich mache das Projekt, weil es mir Spaß macht, Formel 1 zu fahren, Formel 1 zu schauen. Macht mir auch Spaß. Auch wenn ich jetzt nicht unbedingt jedes Rennen schaue, aber so ab und zu. Man kriegt ja mit, was in der Formel 1-Welt so passiert.
5 Runden kommen wir noch aus. So, was ist jetzt mit Regen? Regen ist angekündigt. 15 Minuten sind die rum oder nicht? Das ist die Frage aller Fragen, ne? Die kann mir aber keiner beantworten so richtig. Was mich dann auf jeden Fall freut, ist, dass der Vorsprung wächst. 4,1 Sekunde auf Sergio Perez. Bottas ist jetzt auch mittlerweile an Sainz vorbei. Also Sainz, der Boxenstopp ging in die Hose. Auch mit den harten Reifen ist er viel langsamer unterwegs als die anderen. Und hat ja natürlich auch nicht so viel Grip. Die Mediums haben mehr Grips als die harten. Die harten halten vielleicht länger, aber das ist ja manchmal auch nicht so entscheidend. Wichtig ist, dass du schneller als die Konkurrenz bist, und das ist er nicht. Ob jetzt die andere Strategie natürlich, die wir gehabt hätten, besser wäre, das weiß man nicht. Oh, bin ich fast rechts rausgekommen. So, und zack, schon mal wieder fast eine Sekunde aufgeholt. Jetzt muss ich natürlich gucken, dass Red Bull hier nicht aufholt. 3,2 Sekunden, es sind noch 3 Runden. Leclerc werde ich vorne nicht mehr kriegen. Ich versuche jetzt hier den 5. Platz zu verteidigen. Vorne Hamilton wird den nächsten Sieg einfahren, wenn er keinen Motorschaden bekommt. Und Lando soll zusehen, dass er sich gegen Verstappen noch ein bisschen verteidigt. Das wird auch ganz, ganz haarig. Ja, also sieht es wahrscheinlich auch nicht so gut aus, obwohl das geht jetzt eigentlich. Ich habe mich da ein bisschen gebessert. Am Anfang ist es halt immer nur so extrem, weil ich halt erstens zu spät bremse, ultra extrem in die Kurven einlenke, zu früh Gas gebe. Also Reifenmanagement ist nicht. Ist zwar alles schön und gut im Training, aber im Rennen ist es dann alles wieder vergessen, um hier Reifen zu schonen, Energie zu sparen. Ja, ich komme, wie gesagt, ohne Bremsen oder ohne vom Gas gehen hier nicht im Ganzen rum um diese Kurve, dessen Namen ich leider halt auch nicht weiß. Ihr wisst, was das für eine Kurve ist. Reifen werden mir wieder angezeigt als hoher Verschleiß, aber das ist jetzt, weiß ich nicht, auch häufiger. Ist das ein Bug? Ist das auch durch das Update gekommen? Das war ja vorher auch nie, dass mir das alle 2-3 Sekunden angezeigt wurde. Der Abstand zum Vordermann beträgt 4,8 Sekunden. Und das wird mir jetzt auch öfter gesagt, habe ich das Gefühl. Vor dem Update musstest du froh sein, wenn du mal überhaupt ein-, zweimal im Rennen Jeff gehört hast, außer dass wir zum Boxenstopp müssen und dass er das Safety Car angekündigt hat. Naja, so, vorletzte Runde, 2,9 Sekunden sind es nur noch. Ja, liegt auch halt jetzt an meiner Fahrweise. Und vorne komme ich halt dann auch dementsprechend nicht näher ran. So ist es halt in der Formel 1. Und ich fahre halt noch auf Stufe 85. Jetzt imagine, so ein Dave Gaming fährt einfach 103. Ohne Ideallinie, ohne Traktionskontrolle. Also dass er halt das, ne, automatisch wieder handeln muss in den Kurven. Sieht alles viel geschmeidiger aus, ganz klar. Aber gut, er fährt auch mit Leclerc zusammen in einer Online-Session und mit anderen. Das ist schon Wahnsinn. Da kann man nur den Hut vorziehen. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Sandford ist eine tolle Strecke. Regen steht unmittelbar bevor. Ja. Vorsichtig da draußen. Das wäre jetzt nochmal ein Fail, wenn alle vor mir nochmal reingehen auf Intermediates jetzt für die letzte Runde. Das wäre auch so ein schöner Bug. Achtung, Kiesbett. Oh, shit. Jetzt nicht in der letzten Runde, komm. Enttäusch mich nicht. Einmal noch, komm. Letzte Runde hier in Sandford und dann haben wir einen guten Platz 5 rausgefahren. Nach vorne ging nicht viel. Einen Platz habe ich gewonnen am Start. Nach hinten ging aber auch nicht viel. Also einmal mit Sainz hatte ich mich im Zweikampf, aber ansonsten war das eigentlich ein ruhiges Rennen. Ruhige Sache. Der Sieg in Belgien war vielleicht eine Eintagsfliege. Stand jetzt. Aber ich muss nochmal zu meiner Verteidigung sagen, es hängt halt auch oft mit den Strecken zusammen. Wenn ich halt so Strecken wie Monaco habe, da werde ich nie auf Platz 1 fahren. Nie. Bei den Bedingungen, die ich jetzt habe, außer wenn ich die Schwierigkeit auf 0 stelle. Aber gehen wir mal von normalen Bedingungen aus, dann wird Monaco einfach, ja, für mich ein schöner Ausflug bleiben. Eventuell unter die Top 10, aber einen Sieg werde ich da nie rausfahren. Dazu müsste ich mich halt dann mal an andere Einstellungen trauen, ne? Aber egal, jetzt genießen wir das erstmal. Hamilton gewinnt völlig verdient. Und Lando schafft es tatsächlich, vor Max Verstappen ins Ziel zu kommen. Zweiter Platz. Dann Verstappen, dann Leclerc und dann wir nochmal mit einem Ausflug ins Kiesbett in der letzten Kurve auf den 5. Platz hier in Sandford. Sehr, sehr gut. Schönes Rennen.
Okay, sammel ein wenig Gummiabrieb ein und komm rein. Viele haben daran gezweifelt, ob dieses Team hier in Sanford gewinnen kann, aber es wurde ein spektakulärer Erfolg. Stefan Römer, was denkst du, was hat heute den Unterschied gemacht? Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. Nach einem großartigen Rennen begeben sich die Fahrer nun zum Siegertreppchen. Wieder einmal sind es die Silberpfeile, die den ersten Platz belegen. Ein wohlverdienter Sieg für Mercedes. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Ein großartiges Resultat für Lewis Hamilton, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Wer war nach diesem unglaublichen Rennen dein Fahrer des Tages, Stefan Römer? Ohne Frage Valtteri Bottas. Er hat eine souveräne Leistung gezeigt, dass das Publikum für den Großteil des Rennens gefesselt hat. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Ich bin gleichermaßen erschöpft und aufgedreht nach diesem Formel-1-Wochenende. Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei. Also dann hat Bottas, denke ich, die Strafe am Anfang bekommen, weil der ist ja vor uns dann, wäre ins Rennen gegangen, von der 13 gestartet. Was hat der denn gemacht, ey? Hat der irgendjemand umgebracht gefühlt? Ansonsten gewohnte Positionen Vettel und Lance Stroll. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig für Aston Martin. 8-6 gestartet, 9 und 10 beendet. Lando hat ein klasse Rennen gemacht. 28 Punkte haben wir dann insgesamt fürs Team geholt. Lando steigt auf die 3 auf, wir bleiben 6. Und bei den Konstrukteuren ist das alles noch unverändert. Vorne Lewis gegen Valtteri. Das wird ein Zweikampf zwischen Mercedes. Lando wird da nicht mehr eingreifen können. Dafür ist er einfach zu weit weg. Aber wir machen uns. Wir kommen immer weiter nach oben. Und jetzt schauen wir mal, ob es noch ein, zwei Interviews gibt. Wir sind in der Zeit für Vertragsverhandlungen. Also überleg dir, ob du hier bleiben willst. Wir können versuchen, hier einen besseren Vertrag auszuhandeln oder uns bei anderen Teams umsehen. So, das ist das, was ich schon im letzten Part eigentlich erwartet hatte. Jetzt sind also Vertragserneuerungen dran. Ich würde eigentlich gerne bei McLaren bleiben. Wir haben gute Entwicklung. Ich möchte ein Teil davon bleiben. Ja, ihr wisst, diese Standardsätze, die auch Fußballer immer bringen. Ah, ich fühle mich wohl. Es war immer mein Traum, Teil dieses Projekts zu sein. Und ich habe in Bettwäsche XY geschlafen. Aber ihr habt es ja selber gesehen, ne? In der FE. Das hat eigentlich ganz gut geklappt. Performance-Rang sind wir sogar 3. Also ich denke mal hinter Red Bull und hinter Mercedes. Marktwert haben wir 2 Millionen Dollar. Mit aktuellem Team neu verhandeln. So, mit Team wird verhandelt. Was verhandeln wir denn hier? Das Team festlegen. Alles, was dein Grundgehalt übersteigt, wird in deinen Bonusfonds eingezahlt. Je mehr du verlangst, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie zusagen. Pass auf, dass du keine Forderungen stellst, die für deine Anerkennungsstufe unrealistisch sind. Denn dann könnte das Team die Verhandlungen mit dir unter Umständen abbrechen. Tja, aber sie haben schon mal angenommen. Hier, ich habe ein bisschen mehr Gehalt gefordert. Ablaufdatum 13. Dezember, also nach Saisonende, bestätigen war und dann müsste ja eigentlich... Aha, okay. Aha, aha, aha. Keine Ressourcenpunkte. Aha, Motorabnutzung wird um 10% reduziert. Fahreranerkennung. Ja, dann würde ich auch das hier nehmen, oder? Motorabnutzung. Und können wir das gerade nochmal holen? Motorabnutzung wird um 20% reduziert. Gut, das ist dann erst in der nächsten Stufe. Wir könnten nochmal zusätzliche Interviewantworten freischalten. Das machen wir und dann gehen wir weiter nach Italien. Nächster Grand Prix ist also Monza. Ich freue mich sehr, sehr drauf. Gucken wir mal kurz in die FE rein, was sich da getan hat, ob wir da irgendwelche Updates haben. Und ich habe jetzt gerade auch gemerkt, dass das gar nicht Chases ausgesprochen wird, sondern irgendwie Chassis oder Chassis. Das glaube ich, irgendwie kommt das aus dem Französischen. Haben wir dann aber irgendein Upgrade, was wir machen können? Verbesserte Querlenker. Die Verbesserung der Form der Querlenker führt zu weniger Luftwiderstand, ohne das Aufhängungssetup zu beeinflussen. Machen wir. Wird vor Russland noch fertig. Und damit werden wir in dem Bereich sogar mit Mercedes auf einer Höhe. Weitere Upgrades kriegen wir leider nicht hin, aber ansonsten seht ihr auf dem FE-Baum, wir sind jetzt eigentlich schon gleich auf mit Red Bull, wenn die
Upgrades hier alle durchgeführt werden und erfolgreich. Ja, also dann danke ich euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder bei meiner absoluten Lieblingsstrecke und zwar im Autodromo Nazionale Monza in Italien. Macht's gut. Ciao, ciao.